Wir wollen uns hier ein Beispiel für eine Minimalkostenkombination anschauen. Also eine Situation, wo sich die optimale Lösung ergibt, ohne dass wir irgendwelche Informationen über die individuellen Präferenzen brauchen. So, wenn die Faktorpreise von der jeweiligen Menge unabhängig sind, stellen ISO-Kostenlinien im R1, R2-Diagramm fallende Geraden dar. Was heißt das auf Deutsch? Wir produzieren etwas. Und um dieses etwas zu produzieren, brauchen wir zwei Inputs. Einmal R1 und einmal R2. Ne? Das war ja in unserem letzten Beispiel, wo wir das gebraucht haben, war das ja Saatgut und Arbeitszeit. So, das verursacht uns Kosten. Und diese Kosten hängen natürlich ab davon, wie viel von R1 wir einsetzen und wie viel von R2 wir einsetzen. Und Faktorpreise irgendwie definierbar sind, wenn es also einen Markt gibt, um Saatgut einzukaufen, wenn es einen Markt gibt, Arbeitskraft einzukaufen, dann können wir das auch genauer definieren, was diese Kostenfunktion ist, nämlich R1 mal Q1. Q1 ist dann der Preis für R1, also Saatgut, plus R2 mal Q2. Ne? Das ist dann das sind dann die Ausgaben für Arbeitskraft, die wir haben. Das hier wäre dann quasi sowas wie der Stundenlohn. So, und wenn man das, wenn wir da von dieser Form jetzt auf die ISO-Kostenlinie kommen wollen, dann und das hier einzeichnen wollen, dann müssen wir natürlich das umstellen, sodass wir nach R2 auflösen. Dann können wir es einzeichnen. Und dafür nehmen wir an, dass K konstant bleibt. Denn sonst hätten wir eben eine Gleichung mit zwei Variablen, die könnten wir dann nicht zweidimensional darstellen. Und deswegen halten wir K konstant und stellen das mal um. Dann haben wir hier R2 ist gleich K quer durch Q2 minus Q1 durch Q2 mal R1. Okay, ich habe einfach hier das oben umgestellt. Und was Sie jetzt sehen, K quer ist eine Konstante, Q2 nehmen wir an, ist auch konstant, weil wir haben ja gesagt, die Faktorpreise hängen nicht von den Mengen ab, das heißt, sind erstmal gegeben. Und das ist auch realistisch, die Preise sind etwas, was für das einzelne Unternehmen gegeben sind und nicht beeinflussbar. Das heißt, dieser ganze Ausdruck hier ist eine Konstante. Q1 ist auch konstant, Q2 ist konstant, haben wir eben schon gesagt. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist auch eine Konstante und das hier ist die andere Variable. Das ist nichts anderes als eine Gradengleichung. Ne? Also allgemein die Gradengleichung, wenn sich an Mathe zurückerinnern, ist ja sowas, a plus bx, wobei a und b konstant sind. A ist der Achsenabschnitt, b ist die Steigung und x ist die Variable. Das ist genau das, was wir hier haben. Wir haben also eine fallende Gerade. Und diese fallende Gerade ist hier die ISO-Kostenlinie. Haben wir auch gegeben. Und das hier ist eben die ISO-Kostenlinie. Das heißt hier, das wäre unser Achsenabschnitt, also K quer durch Q2. Und eben die Steigung ist dann minus Q1 durch Q2. So, das ist die ISO-Kostenlinie. Und was sagt uns die? Alle Kombinationen von R1 und R2 auf dieser Linie, zum Beispiel hier, so viel Saatgut und so viel Arbeitskraft, alle Kombinationen auf dieser Linie verursachen die gleichen Gesamtkosten, weil wir haben ja K hier K konstant gehalten. Das heißt, wenn wir hier so wenig Saatgut und so viel Arbeitskraft einsetzen, dann haben wir die gleichen Gesamtkosten, wie wenn wir hier mehr Saatgut und weniger Arbeitskraft einsetzen würden. Mache ich nochmal weg, dass wir hier ein bisschen mehr Übersicht haben. Na, die Steigung kann ich auch wegmachen. So. Und klar, Sie können sich an der Form dieser Geraden erkennen Sie auch, je näher diese Gerade am Ursprung liegt, desto niedriger sind die Gesamtkosten. Denn wenn die Gesamtkosten niedriger sind, dann ist hier dieser Ausdruck kleiner. Das heißt, der Achsenabschnitt wäre auch kleiner und die Steigung wäre gleich. Dann wäre das hier eben eine ISO-Kostenlinie für geringere Gesamtkosten. Und als Unternehmen, das möglichst Kosten minimieren will, möchten wir natürlich immer auf einer ISO-Kostenlinie produzieren, die möglichst weit
innen liegt. Und das Rationalprinzip hier angewendet würde bedeuten, dass wir fordern, dass eine vorgegebene Produktmenge mit den geringsten Kosten produziert werden soll. Und hier im Tangentialpunkt von Isoquante und Isokostenlinie ergibt sich die sogenannte Minimalkostenkombination. Sie erinnern sich an die Isoquante hier, das war ja das war ja der grafische Ort aller Kombinationen von R1 und R2, die genau zum gleichen Output führen, nämlich x. Ich nenne es mal hier x quer. Okay? Das heißt, wenn ich so viel Saatgut und Arbeitszeit benutze, kriege ich am Ende den gleichen Output, wie wenn ich so viel Saatgut und so viel Arbeitszeit reinstecke. Und ähnlich wie bei der optimalen Lösung mit den individuellen Präferenzen ergibt sich hier die Lösung als Tangentialpunkt zwischen der Isoquante und der Isokostenlinie. Wenn wir nämlich eine Isoquante gegeben haben, das heißt, wir haben vorgegeben, so viel soll produziert werden, dann liegt die optimale Lösung eben dort, wo die Isoquante gerade eine Isokostenlinie tangential berührt, dann haben wir hier in diesem Punkt die sogenannte Minimalkostenkombination. Das heißt, in diesem Punkt können wir die Menge x quer mit den minimalen Kosten herstellen. Wir würden gerne noch geringere Kosten, wir hätten gerne noch geringere Kosten, aber das ist zu weit weg von Isoquante. Es ist nicht erreichbar mit dieser Outputmenge. So eine Isoquante hier wäre auch machbar für die Produktmenge x quer, aber wäre mit höheren Kosten verbunden und deswegen wollen wir das nicht. Und es würde uns auch keine eindeutige Lösung bringen. Deswegen grafisch ergibt sich die Lösung hier eben als Tangenz zwischen der Isokostenlinie und der Minimalkostenkombination. Nochmal, die Minimalkostenkombination ist die Faktorkombination, nämlich so viel R1, ich nenne es mal R1 Stern, und so viel R2, ich nenne es R2 Stern, die es erlaubt, die Produktmenge x quer mit den geringsten Kosten herzustellen. Und das ist eben ökonomisch, ja, das wollen wir. Und das ist eigentlich schon das Separationstheorem, was hier drin steckt. Wir finden nämlich genau eine effiziente Lösung, die dann auch automatisch optimal ist, obwohl wir nichts über individuelle Präferenzen des Unternehmers oder der Abnehmer wissen, nur weil wir Marktpreise eingeführt haben, also Q1 und Q2. Diese Marktpreise haben es uns ermöglicht, eben die Inputs R1 und R2 quasi in die gleiche Dimension zu bringen, sodass wir nicht mehr Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern eben Äpfel mit Äpfeln. Und das hat das ganze Entscheidungsproblem in einer Dimension quasi reduziert und es uns erlaubt, hier direkt die effiziente Lösung zu finden, die auch optimal ist. Deswegen müssen wir dann auch nicht mehr aus der Menge der effizienten Lösungen irgendwas finden, weil wir genau eine effiziente Lösung haben.